Vor einem Monat berichtete ich aus der Hauptstadt Port Louis über den Entwurf des neuen Jahressteuergesetzes, der sogenannten Budget Speech. In dem heutigen Video geht es darum, welche von den vorgeschlagenen Änderungen in den Gesetzentwurf tatsächlich eingeflossen sind und ab wann diese gelten sollen. Eines der schönen Dinge in Mauritius ist die Berechenbarkeit der Gesetzgebung. Größere Änderungen werden nur einmal im Jahr verkündet, üblicherweise im Juni, kurz vor Ende des laufenden Fiskaljahres. Die in der Budget Speech vorgestellten Maßnahmen werden dann einige Wochen lang zwischen der Regierung und den Marktteilnehmern diskutiert, bevor im Juli der Finance Bill präsentiert wird. Das ist jetzt geschehen und aktuell befinden wir uns in der Stufe 4. Und im August wird dann der Finance Act verabschiedet. Das Gute vorweg: Die für Auswanderer wichtigen Änderungen im Bereich Steuerrecht, Aufenthaltsgenehmigung und Immobilienerwerb fanden alle Eingang in die Gesetzesvorlage. Nur wenige Vorschläge in den Bereichen Investitionen und Bürokratieabbau fielen unter den Tisch, vorerst jedenfalls. Das neue Einkommensteuergesetz wurde bereits in Kraft gesetzt. Der Solidaritätszuschlag fällt ersatzlos weg und das steigert die Attraktivität von Mauritius für Zuwanderer beträchtlich. Insgesamt sinkt der Grenz- oder Zuwachssteuersatz von zuvor bis zu 40% auf maximal 20%. So sehen also die neuen Steuerkurven aus. Der Grenzsteuersatz von 20% wird ab ca. 48.000 Euro erreicht. Der Durchschnittssteuersatz steigt allmählich an, liegt selbst bei recht hohen Einkommen noch unter 19% und wird niemals 20% erreichen. Die meisten neuen Regeln bei den Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen gelten ab 1. August. Für viele Bestimmungen im Finance Bill wurde noch kein Gültigkeitsdatum festgesetzt. Das ist durchaus üblich. In diesem Fall muss die Veröffentlichung in der offiziellen Government Gazette abgewartet werden. Der angekündigte vereinfachte Prozess bei den Arbeitsgenehmigungen gilt ab 1.10.2023 für Neuanträge, für Verlängerungen dann ab Anfang 2024. Ebenfalls neu ab 1.8.2023 ist die sehr angenehme Regelung, dass ein Bankkonto auch später noch eröffnet werden kann. Das bedeutet innerhalb von 2 Monaten ab Antragstellung. Auch der Kapitalnachweis kann nachgereicht werden, was den Antragsprozess vereinfacht. Hier gilt wieder gültig ab Gazette Date. Das heißt, hier müssen wir den Finance Act abwarten. Auch die neue Regelung für die Protected Cell Company und Variable Capital Company wird zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft gesetzt. Das gleiche gilt für die sehr interessante Regelung, dass ein Ausländer mit einem bestehenden Residence Permit auf Antrag eine Immobilie außerhalb der üblichen Ausländer-Schemes kaufen kann. Ein Gesetz wurde sogar rückwirkend zum 27.04.2019 in Kraft gesetzt. Das ist besonders für Ruheständler interessant, die sich in Mauritius ansiedeln wollen. Hier liegt nämlich der Mindestkaufpreis in einem PDS-Scheme for Senior Living bei nur 200.000 US-Dollar. Auch die Erweiterung der Regelung für das Smart City Scheme in das Sustainable City Scheme muss das Datum der Verkündigung noch abgewartet werden. So, das waren die Regeln und im August wird dann hier in der Nationalversammlung der Finance Act endgültig verabschiedet. Bis dahin.